So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Wir machen heute weiter. Wir werden wahrscheinlich jetzt Nebenquests machen, bis wir Level 15 sind. Was haben wir denn hier so in der Nähe? Das Wiesel Nebenquest Level 14? Der hungrige Fluss ebenfalls 14? Ich denke mal, die zwei werden wir als nächstes angehen müssen. Ich gucke gerade, blaue Schlachtenmühlen. Das klingt doch schon wieder besser. Level 12. Ja. Ich denke mal, sowas wird in der Richtung passieren. Jetzt erstmal die alten Zeiten. Ja, das wird passieren. Das sind jetzt die Nebenquests erstmal, die wir angehen. Dann ist das jetzt erstmal so. Wie gesagt, tut mir leid, dass ich jetzt wahrscheinlich in der nächsten Folge erstmal nur Nebenquests machen muss. Die gehören aber mit irgendwo dazu. Weil von den hohen Level, wir sind noch nicht hoch genug. Wir müssen erstmal Level 15 erreichen, um die nächste große Aufgabe zu machen. So, wo haben wir sie denn? Da. Ich nehme sie jetzt erstmal raus, die Hauptmission. Weil, wie gesagt, in meinen Augen jetzt keinen Sinn macht. Und wir quatschen mit ihm hier. Nebet, welche Trauer plagt dich? Wir kamen, um Ikarus anzubeten. Wir wollten ihm opfern, damit er auch im nächsten Leben siegreich sein kann. Aber... Ganz ruhig. Ich höre dir zu. Blaue Schläger griffen uns an. Sie haben uns verspottet. Und als mein Halius ihnen ins Gesicht spuckte, erschlugen sie ihn. Er ist tot. Dann nahmen sie die Büste von Ikarus und flohen. Und mein jüngerer Sohn, Ikarius, ist Richtung Küste gelaufen, um die blauen Dämonen zu jagen. Ich fürchte, sie bringen ihn auch um. Wir wollten unseren Helden betrauern. Und nun ist meine Familie zerstört. Bitte, Medjay, rette meinen letzten Sohn. Lass sein Leben nicht auch heute enden. Geh besser nach Hause. Ruh dich aus. Ich finde ihn und bringe ihn zurück zu dir. Blaue Schlachtenbummler. Finde und rette Ikarus. Geh weg. Wo müssen wir denn da hin? Ich brauche jetzt gerade nicht. Ich raten, die haben bestimmt wieder Feinde ohne Ende, ne? Gefunden. Aber mit Sicherheit ist der Typ nicht alleine. Es würde mich schwer wundern, wenn es so wäre. Wir haben einen Vorteil, wir haben ein Level früher überschossen, das ist nämlich eine 12er Mission. Wir haben 13 als Level. Und wir müssen jetzt erstmal den Quest machen, bis wir Level 15 sind, damit wir mit der nächsten weitermachen können. Mit der nächsten Haupt. Lass mich raten, wenn hier keine Feinde sind, wer. Nein, ich bin mir mit ziemlicher Sicherheit, dass hier noch ein paar Feinde sind. Ich habe es geahnt. Aber es sind nicht so viele, ne? Ist das richtig, dass es nur 5 sind? Ne, hier ist uns einer noch. Das sind dann nur 6, das ist doch nicht wenig, das ist doch nicht viel. Ha. Das ist Bibifax, das ist nicht viel. Das kriegen wir hin. Das ist easy. Das klingt. Meine, erstmal auf den ersten Blick, vor allen Dingen, klingt es relativ einfach. Kann ich mich hier irgendwie mal bedienen? Ne, ihr habt keine Pfeile. Einfach Nachteil habe ich, ich habe nur 5 Pfeile. Ich finde die Waffe geil, aber ich habe nur 5 Pfeile. So. Was? Das verschafft mir mehr Zeit. Ich muss weiter. Du gehst mir auf.
Ich sehe nichts. Scheiße. Ich muss zugeben, den habe ich gar nicht gesehen. Ich muss wieder Ausrüstung ändern. Ich brauche unbedingt mal was Vernünftiges. Hä? Ey. Ja, das macht am meisten Sinn. Dieser Ort wird schwer bewacht. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das sind aber. Nein, nein, die werden nicht. Also, ich werde die gar nicht bewacht. Wie gesagt, das sind eigentlich nur sechs, wenn ich es richtig gesehen habe. Das sind eigentlich nur sechs. Was ist denn der sechste? Da. Problem ist einfach. Was? Jetzt keine Ahnung. Scheiße. Die wissen natürlich, dass ich hier bin. Zumindest er weiß es. Hier stimmt was nicht. Ja, das glaube ich nicht. Wir sind zu zweit. Keiner schleicht sich unbemerkt an. Hey, was? Her. Nichts. Ich werde mich trotzdem vorsehen. Warum kommst du nicht her, mein Freund? Da sitze ich jetzt dazu, alles klar. Ich nur jetzt gerade mal ein bisschen so ein Blitz zu, ein lauschiges Blitz zu, damit ich den Typen da wegkriegen kann. Kriege ich heute bestimmt nicht von hier oben, ne? Ich finde da, oh Gott sei Dank, da steht doch der Baum davor. Ich krieg doch die von hier, krieg ich den nicht. Von hier bekomme ich den nicht. Aber der steht bestimmt jetzt da. Tja. Was? Ihm nach! Glaube ich aber nicht. Die U2. Moinsen, ich komme dich gleich zu retten. Ich hole erstmal die Typen hier. Ja, also. Tschüss. Sei still. Ich bringe dich zurück zu deiner Mutter. So. Gehen wir nach Hause. Warte, Medjay. Die Schlappschwänze haben eine Büste von Ikarus gestohlen, die meine Mutter für das Denkmal des großen Wagenlenkers angefertigt hatte. Sie haben sie in den Fluss geworfen, um sie zu entehren und die Fahrer der Grünen zu verfluchen. Wir brauchen sie. Ich bringe dich zuerst zu deiner Mutter. Nein, du musst sie holen, bevor sie für immer verloren ist. Sonst wird sich meine Mutter nie von der Verzweiflung erholen. Ich würde es selbst tun, doch ich bin zu schwach. Bitte, finde die Büste, damit wir sie zurückbringen können. Wenn es sein muss. So. Dann müssen wir wahrscheinlich mal tauchen, oder?
Waffe sein, da ist er doch. Ah ja, finde und berge die Büste. Das ist eigentlich kein Problem. Weil wie gesagt, Feinde sollten ja eigentlich keiner in der Nähe sein. Zumindest sehe ich nichts auf der Karte. Boah, weil immer ein bisschen aufpassen muss, sind Krokodile. Gerade in Flüssen. So, die da. Bist du Questgegenstand? Fasst du ihre Leidenschaft an? Wir bringen dich wieder zurück. Ja, vor allem was. Warte. Bringe die Büste zu Celine. Wie gesagt, also das Wasser ist aber übelst dreckig, ey. Ja, wie gesagt, wir werden hier in der nächsten Folge nur ein bisschen Nebenquests machen müssen, weil wir halt erstmal nur Level 15 erreichen sollen. Warte mal, halt, hier schwimmt da jemand. Ja, was willst du denn von mir? So, also rüber zu Celine. Damit wir die Piste abliefern können. Mit dem Schwert macht es am meisten Sinn gerade, weil das. Ah ja. So, wir haben den Sohn. Der Sohn will gar nicht. Hast du nicht irgendwas da für mich? Du hast gar nichts für mich, ne? Kann ich dir helfen? Aufrüsten. Wie lange denn? Ach, wir haben doch genug. Wir rüsten das Pferd auf. Weil das am meisten Sinn macht gerade. So, einfach erspart brauchen wir nicht. Ist das der hier? Welchen Bogen haben wir? Welchen Bogen haben wir jetzt gerade ausgerüstet? Welchen Bogen haben wir gerade ausgerüstet? Den Raubtierbogen, Victoria. Ja, warte mal, aufrüsten. Wir haben Victoria aufgerüstet, der hier. Das nehmen wir mit. Immer gut. So, dann haben wir den Holz, dann rüsten wir noch das Holzschild auf hier. So, und schon sind wir wieder so ein bisschen auf der. Alles andere können wir quasi mit weniger dann mal kurz verkaufen. Weil. Oh, mir noch. Die Dinge brauchen wir nicht. Vertickt. So, Bronze weg. Katzenamulett. Wunder, weg damit. Ja. Ich brauche Dinge. Verkauft. Ja, ich vertick gerade hier so ein paar Sachen. Guck mal, wir haben die Kohle fast wieder zusammen. So, und schon haben wir. Kann man noch was auch aufrüsten? Nee, ne? Auffüllen. Pfeile voll, Hilfsmittel voll. Oder hast du noch irgendwas für mich? Leichter Speer. Flatte Tempo.
Frequenz. Leichter Boden. Den kaufen wir mal. Gut. Und den auch. So. Cool. Also es hat auf jeden Fall mal gerade gelohnt, beim Schmied vorbeizuschauen. Wir sind nämlich jetzt unsere Stärken jetzt. Was haben wir hier noch? Wir haben noch der Panzer. Der Panther hier, das Ding nehmen wir mal. Ich rüste es mal auf gerade. Oh ja, das Schwert hat sich jetzt dafür schon mal gelohnt. Und ein Schild auf jeden Fall, was man mitnehmen könnte. Metallschild. Holzschild brauchen wir nicht. Metallschild. Gut, dann brauche ich bestimmte Dinge nicht. Der hat ja gar keine Präzision, hat er schon. Cool. Gut, okay, jetzt müssen wir noch kurz zu Selene, weil wir müssen noch die Brüste abheben. Brüste, nicht Brüste. Was, willst du mich verarschen jetzt? Alter, komm runter hier. Jetzt bin ich gerade hier. Hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Ich glaube, das war sogar der eine Typ, der mich immer angegriffen hat, aber ist egal. Den nehmen wir mit. Hast du schon wieder was? Also wie gesagt, es hat mal kurz nicht gelohnt, hat sich beim Spiel mal zu schauen, weil Dinge, die ich am liebsten benutze. Habe ich jetzt auch gehört, auf meine Stufe. Du hast meinen Sohn gerettet. Ich stehe tausendfach in deiner Schuld. Die Büste des Ikarus. Jetzt hat Prasina eine Chance in den kommenden Spielen. Du bist wahrlich ein Geschenk der Götter. Wir bringen Ikarus und den Grünen von Prasina ein Opfer in deinem Namen dar. Dazu gibt es keinen Grund. Oder aber opfere lieber meinem Sohn. Ich hätte ihm gerne das Spektakel im Hippodrom gezeigt. Machen wir. Gehen wir, Mutter. Wir müssen uns um das Begräbnis meines Bruders kümmern. Ja, du hast recht. Jedenfalls kann er froh sein, dass die Ikarus-Büste wieder da ist. So, Quest abgeschlossen, blaue Schlachtenbummler. Und dafür kriegen wir immerhin 1000 Erfahrungspunkte. Wir sind. So, machen wir die nächste Quest direkt hinterher. Die wird dann mal in der nächsten Folge erst passieren, natürlich, klar. Warte mal, wir gucken gerade mal auf die Map, was wir noch hier in der Nähe haben. Hier wäre noch jedenfalls eine, die alten Zeiten. Ja, das klingt immer ganz gut. Also wir haben Nebenaufgaben. Wir haben hier noch das Wiesel und wir haben hier noch oben der hungrige Fluss. Dann haben wir hier noch mehrere Missionen. Also ich glaube, wir kriegen noch den Plagiator, dann den Seraphis ein, die Völker und. Also, was haben wir hier? Gefahrenverzug? Okay, das ist uns so wichtig. Letzte Leibwächter. Also. Wieder mal sein. Gut, ich bin raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder und dann geht's weiter mit den alten Zeiten. Bis dann. Tschüss.